und damit Gummo zusammen. Wir sind wieder hier bei Yo-Kai Watch auf der Switch und im letzten Part haben wir es tatsächlich geschafft, Kutterkan mies wegzuschallern, die Sau, hier am wunderschönen Weltsweier, wo der Bruder jetzt auch tatsächlicherweise begraben liegt. Und werden jetzt in Bälde mit Bär zusammen und inshallah auch mit Freddy und mit Katie und den ganzen zu Bärs Mom gehen, um ihr den Ring wiederzugeben, ja. So wie es Freunde nun einmal tun. Sehr ehrige Angelegenheit. Also dann, ihr seht, wir drehen schon Kreise hier um den heiligen Baum am Waldberg. Das kann nur eins heißen. Wir werden es jetzt wagen. Wir werden nochmal drei... Was waren das für Münzen? 5-Sterne-Münzen sollten es gewesen sein. Hier reinwerfen. Es gibt doch das tägliche Los, aber however, ich glaube, das tägliche Los ist Müll. Daher werfen wir unsere heiligen 5-Sterne-Münzen rein. Wobei, eine grüne Münze will ich auch noch reinwerfen. Vielleicht ja für Opa Gusto, ja, damit wir ihn zumindest bekommen, wenn er uns schon nicht im Kampf irgendwie, sei es begegnen will, oder generell, ja. Wow, das war... ja, Garnis. Das war tatsächlicherweise Garnis, aber ist auch nicht so schlimm. Dafür haben wir jetzt unendlich 5-Sterne-Münzen. Das ist ja hier in der Switch-Version irgendwie ein Glitch, kann man sagen. Indem man jeden Tag oder generell, wann immer man möchte, so viele 5-Sterne-Münzen bekommen kann, wie man will. Sprichst eine Bedienstete in, ich glaube es war Postfilade Schäfer an und zack, kriegst du 3 5-Sterne-Münzen. Mit auch hier leckeren Items, ja klar, tolle Techniken, sehr toll, aber wo sind die tollen Yokai? Ja. Ich überlege, by the way, den Yokai, den wir im letzten Part aus dem Yokai-Maten gezogen haben, ins Team zu packen, tatsächlich, ja. Und ich weiß nicht, ob ich das... Ja, ich weiß nicht. Ist das eine Idee? So wäre es zumindest einfacher, Butzumann zu klatschen. Oha, ja, es war halt wirklich genau der hier, Schimmer. Er scheint wohl sehr oft aus 5-Sterne-Münzen rauszukommen. Ja, Mois. Schimmer! Na klar. Ja, in dem Sinne, Dead Louis, danke, dass du am Start bist in diesem Projekt. Und dementsprechend hier die Verewigung für sie. Sie werden nun immer ein Teil von Yo-Kai Watch auf der Schwitz sein. Ja, 2 Schimmers ist nicht schlecht. Aber ich glaube, für den Rang S Yo-Kai würde es sich mehr lohnen, den ins Team zu nehmen. Gerade wegen des Late Games da. Also ich sage euch so wie es ist, ich werde im Late Game wahrscheinlich nicht mehr mit Rang A Yo-Kai oder abwärts arbeiten. Das müssen an der Stelle dann schon die freudigen Rang S Yo-Kai klären. Und ich bin ein bisschen verwundert, dass wir immer noch keine Rang S Yo-Kai aus dem Yo-Kai-Maten gezogen haben. Mit 5-Sterne-Münzen. Gott verdammt nochmal. So. Kann doch nicht sein. Wir haben 4 Stück benutzt. Kein einziger kam raus. Dafür 2 Yo-Kai, die ganz okay sind. Rang A, glaube ich, war das. Kommst du auch ganz sicher ohne mich zurecht? Mir fällt schon was ein. Mach dir keine Sorgen. Ich werde es Bernhard erklären. Ich hab dir alles aufgeschrieben, was du wissen musst. Oh nein, wir sind zu spät. Mama? Oh je, da bahnt es sich an, die Trennung. Bernhard, was ist passiert? Du bist ganz durchnässt. Es tut mir so leid, Mama. Es war meine Schuld, also ging ich den Ring suchen. Ach, der ist doch nicht so wichtig, Bernhard. Das alte billige Teil hat der Typ da aus irgendeinem Spielzeugautomaten gezogen. Ja. Kennt ihr diese 30 Cent Kaugummi-Automaten, wo manchmal so Ringe in so Kapseln drin sind? So ein Ring war das. Das alte billige Drecksteil. Billig? Mit diesem Ring habe ich doch um deine Hand angehalten. Ja, was ihren Status gerade erklärt. Wo wir gerade von billig reden. Wovon redest du? Diesen Ring habe ich aus einem Automaten. Ja, ja, genau das. Erzähl mir nicht, du hast vergessen, wie unser Verlobungsring aussieht. Wir konnten uns nicht mehr leisten, okay? Nein, natürlich nicht. Ich bin ja auch arbeitslos. Dein Vater ist ein guter Mensch, Bernhard. Nur ein bisschen verpeilt.
Ich nehme meinen Verlobungsring nie ab, das weißt du. Am Wochenende muss ich ihn doch bei meinem Klassentreffen herumzeigen und flexen. Wochenende? Klassentreffen? Sieht aus, als wärst du jetzt der Mann im Haus, wenn ich weg bin, Bernhard. Die halbe Kartoffel da links kann man doch nicht als Erziehungsberechtigten sehen. Wer's Mama geht nur zu einem Klassentreffen? Das ist alles? Dafür ist sie ein ganzes Wochenende weg? Da ist doch bestimmt irgendwas anderes im Busch. Da fällt mir ein, meine Einladung für das 200-jährige Yokai-Jubiläum steht aus. Wie auch immer, das war ganz schön viel Theater um so einen kleinen Ring. Nun ja, das Ganze hat dich und Bär zumindest zusammengeschweißt. Ja, du hast recht, wir hatten alle unseren Spaß. Und so geht ein weiteres kurzes Kapitel zu eins Ende. Wunderschön. Ja, eine wunderbare Angelegenheit ist das doch, oder nicht? Sagen sie. Oh je. Also dann, nächstes Kapitel. Okay. Ich glaube, ich weiß, worum es gleich geht. Wenn ich hier schon Amnesimon sehe. Nein, das ist kein Pokémon. Ich wünsche dir einen schönen Tag, Liebling. Ich habe heute diese Besprechung. Ich werde also später nach Hause kommen. Du hast doch nichts vergessen, oder? Ich glaube nicht. Bis heute Abend. Und Amnesimon hat sein windiges Opfer gefunden. Und sein unwissendes Opfer. Und Unwissen passt sogar ganz gut. Sieht aus, als hätte ich noch ein paar Minuten, um in meine Unterlagen zu... Oh je. Da wurde er beseelt. Nichts zu machen. Diese Sau. Hä? Was habe ich gerade getan? Ah, da ist der Zug ja schon. Das ging schnell. Oh nee, ne? Dieses eine kleine Detail hat er vergessen. Man kennt's. Wann habt ihr das letzte Mal etwas in Bus oder Bahn verloren? Ich glaube, bei mir ist es ein bisschen länger her. Tatsächlich so. Es muss vor 5, 6 Jahren oder so gewesen sein. Ich glaube, es war auch nichts unbedingt Wichtiges, aber es war eine Tasche. So. Ja. Ja, irgend so eine kleine. Vielleicht war es auch so ein... Kennt ihr diese Sports-Rucksäcke? Diese kleinen, die immer die coolen Leute tragen? Ich glaube, so eins habe ich verloren. Was habt ihr verloren in Bus und Bahn? Schreiben Sie es sehr in die Comments. Ich hoffe, es war nichts Wichtiges. Oh oh, da hat wohl jemand wichtige Unterlagen liegen gelassen. Zeit, es mir unter den Nagel zu reißen. Die Weltherrschaft, die jetzt an sich gerissen wird. Oh, das ist dein Vater. Ja, hallo. Und tschüss. Das ging ja schnell. Oh nein! Kai! Dein Vater hat wichtige Unterlagen an der Sonnenerkaltstelle liegen gelassen. Könntest du sie abholen und ihm zur Arbeit bringen? Der Bahnhofsvorsteher hat den Umschlag deines Vaters gefunden. Mach dir keine Sorgen, Mama. Ich kümmere mich drum. Dein Vater hat gleich eine wichtige Besprechung. Also beeil dich bitte. Okay, da zischen wir fort. Es sieht deinem Vater gar nicht ähnlich, so was Wichtiges zu vergessen, oder? Nein, das ist komisch. Vielleicht hat ihn am Bahnhof irgendwas abgelenkt? Ja, trotzdem frage ich mich. Naja, später. Auf zur Sonnenkaltstelle. Dein Vater braucht wirklich unsere Hilfe. Ja, Mois. Wir müssen das jetzt erledigen. Im nächsten Kapitel. Vergesslicher Vater. Die Demenz kickt. Ja, und deswegen müssen wir jetzt Papas Papiere finden. Am Bahnhof. Vor allem... Ja gut, wäre es ihm aufgefallen... Also, es ist ihm aufgefallen, dass er sie vergessen hat, aber... Kann man in so einer Situation nicht trotzdem irgendwie... Ja, es ist schwierig, ne? Wenn man auf der Arbeit ist und so. Ich glaube, dann ist es sehr schwierig irgendwie... da nochmal nach Hause zu fahren. So. Triftiger Grund, dies, das. Ja, ihr seht mich hier schon so ein bisschen rumschlawinern, ne? Es hat einen ganz bestimmten Grund. Ich überlege tatsächlich, die Hauptquest jetzt erstmal ein bisschen liegen zu lassen. Und mich stattdessen hier in Lenzhausen-Neudorf so langsam aber sicher um die Quest zu kümmern, ja? Dass wir irgendwie immer so vielleicht ein Part Filler machen, der andere Part ist Handlung oder so. Ich weiß nicht. Ja, weil in Livestreams...
will ich das alles hier eigentlich auch nicht machen, weil natürlich könnte man allgemein sagen, ich erkunde Letzhaus Neudorf, so wie ich das auch in der 3DS-Version getan habe, aber ich habe es da schon so getan. So, und ich glaube, wir können jetzt etwas Besseres machen, so, oder was anderes machen. Nicht unbedingt besser. Die Livestreams waren cool, aber ich glaube, dass wir das hier auch in Parts machen können. Daher würde ich sagen, heute Filler-Shit und ein bisschen Grinding und im nächsten Part Story. Ich habe solchen Hunger. Ich muss alles essen. Das ist deine Mitschülerin, Tini. Was stimmt nicht mit dir? Ich bin auf einmal so hungrig. Aber wenn ich zu schnell zu viel esse, tut mein Bauch weh. Was soll ich tun? Kannst du mir helfen? Helfen, na klar. Ja, rein in die erste Quest, ja. Wobei ich natürlich nicht weiß, ist das hier die chronologische erste oder machen wir gerade die fünfte oder so. Und weil mich das so interessiert hat, ich habe gegoogelt nach Yo-Kai Watch Bitten. Alle Bitten. Am besten in so einer Liste geordnet. Und ich glaube, Teenies Quest ist sogar die erste. Ich bin gerade auf Gameswelt unterwegs. Ehre geht raus. Nachdem ich im englischen Yo-Kai Watch Wiki im deutschen keine einzige Quest gefunden habe. Es gibt zwar den Artikel für Quests, however, es gibt keine Liste an Quests mit weiteren Seitenöffnungen, die erklären, yo, was musst du da machen? Sehr cringe, ich hasse sowas, wenn etwas unvollständig ist, so. Gerade bei Wikis. Ich bin unglaublich hungrig geworden, als ich beim Supermarkt ankam. Das scheint kein normaler Appetit zu sein, hier geht was anderes vor sich. Sehen wir uns mal um. Hungrige Teenie. Und ich hatte ja schon mal gesagt, hier geht es um Opa Gusto. So. Das hier ist die Quest, in der quasi Opa Gusto side-story-technisch so ein bisschen introduced wird. Oh je, ihr seht auch schon, er schiebt uns weg. Hungrig, so hungrig, mein hungriger Bauch ist leer. Jetzt geht's los, Opa Gusto. Oh nein, in seiner Nähe fühlst du dich ausgehungert. Kimoji. Oh, was ich wirklich will, ist ein schöner großer Pflaumenreisball, ja. Wenn ich einen Pflaumenreisball bekäme, wäre ich nur auf und davon. Wow, er erteilt uns sofort Befehle, was wir ihm besorgen sollen. Wie schamlos. Ich habe Hunger. Kaufen wir ihm schnell den Pflaumenreisball. Im Supermarkt sollte es doch Weiche geben, oder? Weiche und welche? Ist das ein Pflaumenreisball für den armen alten Opa Gusto? Oh je. Schnell, gib mir den Pflaumenreisball, sonst isst er uns noch. Guck mal, hier ist ein Pflaumenreisball, genau wie du wolltest. Er redet mit ihm, als wäre er ein Rennen. Also iss ihn einfach auf und hör auf, mir so einen Hunger zu machen. Nichts geht über einen Pflaumenreisball, aber ich bin noch nicht satt. Ich muss meine Kehle anfeuchten. Vielleicht mit einem Seelentee. Bring mir einen Seelentee, dann habe ich keine Besinnung mehr und dann hebe ich die auf und versprochen. Ob wir Opa Gusto trauen können? Was, wenn er niemals satt wird? Ich habe solchen Hunger, mein Magen ist total verknotet. Na gut, besorgen wir ihm schnell einen Seelentee. Es gibt Tee im Automaten. Suchen wir einen in der Nähe. Ich glaube, wir sollten aber auch einen haben. Hast du etwa einen Seelentee für Opa Gusto? Ja. Komm schon, gib ihm den Tee. Wir haben ihn für dich. Seelentee. Damit werden wir seine Seele rauben. Was bist du denn für ein nettes Kind? Nichts geht über einen guten Seelentee. Okay, du hast versprochen. Jetzt stell meinen Heißhunger ab. Ich bin noch nicht satt. Jetzt brauche ich ein Currybrötchen. Willst du mich jetzt komplett abziehen, Bruder? Das wird ein Witz. Vielleicht sollte ich lieber kleinere Brötchen backen. Ich sagte, kleinere Brötchen backen, hallo. Gut, lacht eben nicht. Mir genügt, dass es ein guter Witz war. Ja, er war ziemlich gut. Danke dafür. Na dann, stelle ich jetzt deine Heißhunger ab. Oje. Mein Magen spielt endlich nicht mehr verrückt. Lass uns nach Tini sehen. Let's go. Hä? Ich habe keinen Hunger mehr. Das ist irgendwie komisch. Naja, egal. Danke für die Hilfe. Na klar. Das ist die erste Quest, meine Kerle.
Oh je. Toll gemacht. Die ist, glaube ich, zu deutsch heißt, ja klar. 31 EP, das ist sehr räudig, aber ein paar Hamburgers. Koma-san, na klar, meine Kerle. Ding ist, diese Sequenzen hier, ich glaube, die zählen auch zu 100% rein und früher oder später werden wir, glaube ich, alle Sequenzen bekommen. Es gibt diese Sequenzen hier mit mehreren Yokai und in mehreren Endings. Das ist immer richtig cringe gewesen, aber auch sehr je. Yeah. Und wir kriegen auch manchmal Items. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Also, kommen wir zur nächsten Quest. Die Zusichtbare. Links neben dem Immerdamarkt in Neudorf soll sie wohl sein. Die Sau. Da haben wir den Aal. 0815 Star. Leise, sonst finden die mich. Ich weiß nicht warum, aber sie versteckt sich. Ich bin sowas wie ein Promi. Na klar. Und Fans haben mich entdeckt, ja klar. Mhm. Kannst du irgendwas dagegen machen, dass sie mich verfolgen? Helfen. Oh nein, da kommt der nächste Fan. Da oben. Oh Gott, die Katze. Ich könnte genau den richtigen Joker dafür. Fragen wir simpel, ob er uns hilft. Seine Fähigkeiten sollten sie vor ihren verrückten Fans verwehren. Das Ding ist manchmal, du brauchst für gewisse Quests gewisse Yokai als Befreundung. Aber simpel haben wir zum Glück. Hast du dir überlegt, wie du mir helfen kannst? Sag es! Petzmeralda, bist du los? Ich würde alles tun, sag's mir. Wirklich alles? Also, ich kenne Magie, mit der die Leute dich nicht mehr sehen werden. Wirklich? Zeig sie mir. Ah! Oh je. Die ganzen Weeps. Was, war sie da? Ist sie hier lang gegangen? Man sieht sie sonst kaum in Alltagsklamotten. Ich brauche ein Selfie mit ihr. Junge, Alter. Ich werde ihre Hand schütteln, ein Autogramm holen und ihr Freund werden. Naja, jedenfalls müssen wir sie finden. Aber ganz kurz, ich glaube, die Facecam ist wieder so sehr auf Red unterwegs. Das ist sehr Trigger. Okay, sehen wir in der Seitengasse nach. Wieso? Das ist wirklich schlimm. Sie kommen näher. Jos? Komm raus, mein Yokai. Vorwärts, Simpel. Yokai-Medaille. Akti cringed. Na klar. Wer kennt's noch von damals, meine Kerle? Minio, das lass mich dein schattenhafter Superagent sein. Hier gibt's nichts zu sehen. Nichts zu sehen. Man bemerkt dich gar nicht. Als hättest du null Followers. Na klar. Funktioniert das wirklich? Da gehen sie vorbei. Nicht mal fragen, ob wir sie gesehen haben. Das sind wir die richtigen. Hauptsache Selfie, ihr Zombies. Das ist einfach so Gamescom. Albe Gamescom hier in Lenzhausen, Leute. Ist das hier gerade hinter Halle 8? Wow, es hat geklappt. Jetzt kann ich mich entspannen. Aber hoffentlich ist es nicht für immer. Versprochen. Das hat ja echt zauberhaft funktioniert. Sie ist wirklich glücklich. Wir sind hier fertig. Bis sie wieder berühmt sein möchte. Oh nein, bekommt die Quest eine Fortsetzung? Hoffen wir nicht. Oh je. Nice, nice. 32 EP, boah, das ist echt nicht viel, ja. Aber wir machen es ja gerne. Na klar, meine Kerle, abonnieren Sie für weitere Jackpot-Videos. Koma-san, die Sau. Sneak sich in die Aufnahme hinein. Wir kommen zur nächsten Quest, ja? Let's go! Es wird hier nicht rumgetrödelt oder sowas in der Art. Wir müssen in die Neudorf-Wohnsiedlung im unteren Kartenbereich neben dem kleinen Kanal. Also es scheint irgendwo unten zu sein. Wir sehen uns dort. So, und da wären wir. Hier in der heiligen Wohnsiedlung ist es Mom. Und nicht sie hat Durst, aber ihre Tochter. Oh oh, ich hab's geschafft. Meine Kleine ist völlig erschöpft. Sie sagt, ohne etwas zu trinken, könne sie keinen Schritt mehr laufen. Meinst du könntest dir vielleicht ein Getränk besorgen? Oh je. Danke.
Tut mir leid. Ich weiß, das ist eine komische Bitte. Aber wie wäre es mit Y-Cola? Könntest du mir eine besorgen? Meine Tochter mag Y-Cola total gerne. Da ist sehr viel Koffein drin. Das ist gesund. Sie müsste 120 Yen kosten. Also gebe ich dir etwas Geld mit. Ah, Ehre. Kannst dich selber laufen, du faule Sau. Bruder. Alles klar, erledigen wir den Y-Cola-Auftrag. Wir haben das Geld einfach Vorschuss bekommen und mussten es nicht mal ausgeben. Das ist der Flex. Und auch ganz kurz, ne? Ich versuche die Quests gerade wirklich chronologisch zu machen. Also ich arbeite die bei Gameswelt gerade chronologisch ab. Oh, toll, vielen Dank. So lecker und kalt. Danke. Kein Problem. Das kleine Mädchen sollte jetzt genug Energie haben, um weiterzugehen. Manchmal sind die einfachsten Aufgaben die erfüllendsten. Das war's mit der Quest. 3-Sekunden-Quest. Mann, Gens. Ehre. Ja, es gibt wohl nicht viel JP, wie man sehen kann. Aber der Koma ist am Bruder. Vergusst du die alte Sau, ey. Schwein. Schwein. Wir kommen jetzt zum nächsten Cringe. Und zwar zur Quest der Depri-Bäcker. Es wird echt immer besser mit den Questnamen. Ich sag euch, wie es ist. Also, da haben wir sie. Ah, kommt er schon wieder nicht zur Arbeit? Wir haben noch so viel zu tun. Oh, es scheint, als sei hier unsere fast schon legendäre Spürnase gefragt. Oh, hallo, habt ihr etwas mitbekommen, was ich gerade gesagt habe? Die Sache ist so, mein Mitarbeiter hat in letzter Zeit einige Schichten versäumt. Normalerweise ist auf ihn Verlass, aber neuerdings verhält er sich merkwürdig. Schon bei dem kleinsten Fehler, der ihm unterläuft, regt er sich total auf. Könnt ihr ihn für mich finden und aufheitern und ihn zur Arbeit bewegen? Super. Also, so wie ich ihn kenne, ist er in der Gasse nahe der Fischbude. Danke. An der Fischbude, ja. Am Znecken statt am Arbeiten. Die Sau. Okay, kann ich? Warte mal kurz. Lass uns mal kurz in den Questreiter gehen. Wo ist der Bäcker? Okay. Quest scheint auch aktiv gestellt zu sein. Ich wollte das nämlich gerade tun. Also je. Können sie auch, glaube ich, gar nicht auf aktiv stellen, weil sie das schon ist. Kann ich in der Karte reinzoomen? Nee. Aber es soll hier irgendwo sein, Fischbude. Let's go. Ist ja direkt hier. Ah ja. Ah, bei der Fischbude scheint es sie auch nicht zu geben. Was ist los, der Herr? Ja. Es gibt ja diese Fische namens Huchen. Ah nee, das ist eine andere Quest. Wir gehen, kann das sein, dass ich das in Yo-Kai Watch 1 auch schon so verhauen habe oder so? Ich weiß es nicht. Hallo? Wo ist der Bruder? Bist du das? Ah. Ah ja, die Autounfälle. Man kennt es. Cringe. Ey, yo, sag mal, wo ist denn der jetzt? Ist der jetzt hier in der Seitengasse oder was? Ist er das? Das ist der Typ. Ich kann einfach nichts richtig machen. Diese dunkle Gasse ist perfekt für mich. Das muss der trübselige Bäcker der Bäckerei Batch sein. Was? Ihr würdet mir wirklich raten, wieder zur Arbeit zu gehen? Was soll das bringen? Ich bin völlig nutzlos. Ich gehe nicht mehr zur Arbeit. Diese Negativität. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass dahinter ein bösartiger Yokai steckt. Stell, sehen wir uns mal in der Nähe nach verdächtigen Yokai um. Wie zum Beispiel dem hier. Holy shit. Das kam sehr auf an. Das kam sehr auf Ansage, Whisper. Diese alte Sau. Aber dafür sind sie fast one-hit. Pet Smeralda ist halt nur scheiße schwach. Oh ja. Alles klö. Also. Ja, checken wir die Gegend ab. Mit die Yo-Kai Watch. Na komm schon.
Na? Oha! Ich bin sehr blind. Aber da haben wir den Bredinius. Meine Mimimoi ist am Schlafen. Ja, sie schillt in den Aufnahmen immer hier im Zimmer. Sau. Wer seid ihr denn? Oho, dieser Yokai heißt Miesmücke. Ah ja, ich bin so schlecht. Zieh mich an. So einfach zu beseelen. Das war knapp. Eins steht fest. Die schlechte Laune des Bäckers liegt an Miesmücke. Es wird Zeit, ein bisschen Disziplin zu vermitteln. Warum kümmert ihr euch nicht um eure eigenen Angelegenheiten? Tja, weil wir 100% waren. Das ist der traurige Grund. Aber was, warum ulti sie? Klatschen wir sie einfach so. Klatschen wir sie einfach so, habe ich gesagt gehabt. Los jetzt. Das Ding ist so, Yokai Watch ist ja rundenbasiert. Aber ich muss Pokémon-Legenden Arceus in einer Sache nicht nur in Schutz nehmen, sondern auch als besser darstellen als Yokai Watch. Und zwar der Fakt, dass man in Pokémon-Legenden Arceus aufgrund des rundenbasierten Systems die Reihenfolge sieht. Ich würde ganz gerne hier im Spiel eine dynamische Reihenfolge haben, oben irgendwo in der Ecke. Pokémon-Legenden Arceus hat gezeigt, dass das geht, dass es unausstellbar ist. Was sagt ihr dazu? Ich fände nämlich, das würde so etwas, Ordnung und auch irgendwo etwas mehr Background-Wissen in diese ganze Kampfmechanik geben, wisst ihr, wie ich meine? So versteht man das Ganze ein bisschen mehr. Was mache ich hier? Wie bin ich hierher gekommen? Ich muss weg von diesem düsteren Ort. Ich gehe zurück zur Bäckerei Batch und arbeite so hart wie nie zuvor. Ich hoffe, der Brief wird nicht gefeuert. Sieht aus, als würde der Bäcker nach der Stärkung wieder arbeitsfähig sein. Lass uns zur Bäckerei Batch gehen und gucken, wie es dort läuft. Oh nein, Miesmücke, gehen Sie hinfort. Ich will nur zur Truhe. Ja, lecker. 10 Cent Kaugummi, aber so schmeckt es auch. Kennt ihr diese Kaugummis, die wirklich so aus diesen Automaten kommen? Und so aussehen, als wären sie halt wirklich so... Die sind nicht glatt, sondern die haben so ein... Quasi... Die haben so Erhöhungen, könnte man sagen. Die haben so Riffelungen. Im Teig des Kaugummis. Cringe. Der verlorene Sohn ist zurückgekehrt. Er hat zwar nichts gesagt gehabt, aber ich nehme an, das ist dein Verdienst, oder? Vielen Dank. Und denk an die Brötchen. Ich meine, unsere Brötchen. Ja, klar. Der heilige Depri-Bäcker. Da oben haben wir ihn. Wieder am Worken. Ja? Also die EP läppern sich schon so ein bisschen, ne? Kann man machen. Die Sau. Einmal ganz kurz. Fürs Thumbnail, meine Kerle. Jibanyan, der kleine Je. Die kleine Kugel. Oha. Oha. Gut. Ich meine, wir haben zwar geholfen, aber das heißt noch lange nicht, dass wir hier was gratis kriegen, Schweine. Wir holen für Opa Gusto die deliziösen Currybrötchen und die Bagel für mich. Und für Whisper. Der ist täglich davon 3. Ja, sie haben es erfasst. Ich kaufe gerade seinen Tagesvorrat. Okay, also dann. Soweit, so gut für diesen Part. Ihr seht, wir haben... Ja gut, jetzt sieht man nichts, aber... Wir haben schon einiges in der Stadt gemacht. Und beim nächsten Mal geht's weiter mit der Lore. Ja, wir werden uns... Was müssen wir nochmal machen? Was ist nochmal die Handlung? Ach so, der Bahnhof. Ja klar. Machen wir doch im nächsten Part. Sehen uns beim nächsten Mal auch hier in Blütenbühl wieder. Wenn es wieder heißt, ja, die Yokai Watch. Machen Sie es gut und hauen Sie rein. Tschüss.